und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Let's Play Stationeers. Ja, in der letzten Folge haben wir hier das schon mal aufgebaut. Ich hatte gesagt, ich möchte euch erklären. Beziehungsweise ich denke mal, dass ihr das möchtet, dass ich euch das erkläre. Ich hatte zwischenzeitlich gespeichert und neu geladen. Deswegen ist das wieder zu. Ist leider so. Ich möchte euch erklären, wie das funktioniert. Wir haben einen Sensor, der misst den Sonnenstand. Das heißt, da hinten einmal rüber in Grad. Einmal Kreis sind 360, also von da nach da sind 180. Die hier rechnen aber etwas anders. Nämlich, die rechnen mit Prozent. Von 0 bis 100. Das heißt, wenn wir hier 180 Grad drehen, drehen wir tatsächlich diese 100%. 100, wenn wir 1,8 Grad haben, haben wir somit 1%. Deswegen müssen wir das Ganze berechnen. Wie ich eben schon gesagt habe, 1,8 Grad sind 1%. Wir brauchen zum Einstellen wieder den Schraubendreher. So, 1,8. Jetzt rechnen wir. Der Tageslichtsensor, hallo? Logische Speichereinheit, logische Leseeinheit, verbunden. Speichereinheit, genau. Verbundschreibe, logische. Wieso? Ach, ja, die logische Leseeinheit. Natürlich, wir lesen ja nicht direkt den. So, und du sollst dividieren. Das heißt, das, was hier rauskommt, das geht da rein. Der Speicher, die 1,8, geht da rein. Das heißt, wir rechnen das durch das. Und können das dann im Grunde von der logischen Recheneinheit geht es raus ans Solarmodul auf den vertikalen Modus. So, wir schalten das ein. Das ist in Ordnung. Wir schalten das ein. Das ist in Ordnung. Und wie man sieht, sofort drehen die sich. So, und bei Sonnenaufgang sind sie wieder unten und laufen dann im Grunde mit der Sonne mit. Also sie sind dann hier unten und ja, zeigen dann im Grunde zur Sonne, wenn sie aufgeht. Gut, das dazu. Bisher war das ja noch einfach. Wie ihr seht, ich habe hier unten, so, da unten noch 67%, ja, Vitals ist eigentlich die Nahrung, die wir brauchen. Also ich habe noch 67%. Wenn ich auf 0 bin, verhungere ich.
heißt, so allmählich sollten wir uns dann mal Gedanken machen, denn das mit dem Strom, das geht jetzt fast von alleine. Was ich machen werde, ich werde hier nochmal eben schnell ein Ladegerät hinpacken. Dadurch, dass wir die Länder hier haben, die mehreren Länder hier haben, haben wir auch die großen Ladegeräte, denn standardmäßig sind nur die kleinen dabei. Das ist der falsche. Das dürfte der. Nein, das ist auch der falsche. Das sind die beiden grünen. Hä? Das ist das. Doch, da ist es doch. Naja. Ich nur wieder. Mit Brille und kann trotzdem nicht gucken. So. Den setzen wir hierher. Hier drüben. So. Einschalten. Den können wir übrigens erstmal ausschalten. So, wir hatten hier die Batterie drin. Gut. Da hinten geht jetzt langsam die Sonne auf. Bis jetzt ist noch null. Ist auch noch nicht ganz da, aber das dauert nur noch einen Moment und von daher ja, so, und wie ihr seht, die Sonne geht gerade auf und wir haben schon pro Solarzelle schon über 200 Watt. Da hatten wir vorher noch null. Und bei 6 Solarzellen sind das immerhin schon mal 1200 Watt. Jetzt kommt die Sonne einen Tick höher. Die hat nur 280 Watt, weil das Ding ist ein bisschen zu weit drüber. 353. Okay, jetzt 78% Effizienz. Da das mit der Berechnung im Grunde nur mittags genau passt, nämlich wenn wir genau 90 Grad nach oben gucken, jetzt haben wir 80%, das steigt bis mittags und dann fällt es wieder. Na, also das ist nur ein Annäherungswert hier, den wir jetzt hier errechnen. Und so weiter. Bei 100% Effizienz, ich meine, bringen die 500 Watt. Oder
sind es noch 400, ich weiß es nicht. Ne, 500 sind es, glaube ich. Und, 400 müssten es sein. 400 Watt pro Stück. Und wir haben jetzt eben, ja, morgens dann eben nur 300. Oder 350, besser gesagt, kurz nach Sonnenaufgang. Das Ganze könnte man auch mit dem Computer steuern. Ich bin nur der Meinung, da brauche ich lieber eine Solarzelle mehr hinten dran. Da habe ich mehr von, als diese ganze Frickelei. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir brauchen als nächstes den Rohrbieger. Wir bauen, oh, könnten wir hier zwischen machen, oder? Oder machen wir das direkt hier, dass wir hier durchgehen? Können wir auch hier machen. Wir brauchen ein Gewächshaus. Dazu nehmen wir uns erstmal, das ist Wand, Gerüst. Dann kommt hier die Tür her. Rechts ein Pfosten, links ein Pfosten. So, dann müssen wir erstmal den unteren Teil verschweißen. Und die müssen wir diesmal wirklich komplett verschweißen, weil die müssen dann luftdicht sein. So, den auf der anderen Seite machen wir noch nicht. Aus dem ganz einfachen Grund, weil wir das Kabel noch reinlegen müssen. Wobei das wahrscheinlich besser gewesen wäre, das hier reinzulegen. Ja. Verschweißen wir die andere Seite, machen die Seite wieder auf hier. So. Passt sowieso besser als mich alle. So, jetzt kommt ein kleiner Raum dahinter. 3x3 Blöcke. Nein, jetzt habe ich die Wände mitgenommen. Die brauchen wir doch noch gar nicht. Das Gerüst, das brauchen wir. So. Jetzt bin ich abgerutscht, oder? Nee, geschafft. Okay, jetzt brauchen wir die Wände. Nee, jetzt schweißen wir erstmal fertig. Eisenplatten, genau. Gut. Ist das mit dem? Ich glaube ja. So.
Nasenplatten erstmal weg. Dann flitzen wir mal runter und gucken mal. Wir brauchen jetzt die Türsteuerung. Dazu brauchen wir einen Bausatz, zweimal Tür. Und brauchen eine Konsole. Das bauen wir schon mal auf. Konsole kommt hier in der Mitte hin. Mit der überwachen wir alles. So, die Türen haben wir auch. Wir können jetzt hier immer noch durchgehen. Schweißbrenner und Kunststoffplatten brauchen wir. Wenn mich nicht alles täuscht, dann hinterher Glasplatten, um das fertig zu schweißen. Genau, Brechstange und Glas. Wir machen die Glasscheiben mit der Brechstange da rein. Ah, fragt mich nicht warum, ist so. So, und brechen dann direkt die Tür auf. Gut. Dann brauchen wir als nächstes die Wände. Und zwar nehmen wir da Glaswände, also Fensterwände. Weil im Gewächshaus wollen wir ja nach Möglichkeit Sonne haben. Hatte ich schon drin. Okay. Hatte ich nicht gesehen. So, die Wände wieder weg. Dann brauchen wir Eisenplatten und anschließend Glas. Dafür brauchen wir jetzt kein Schweißgerät, sondern das wird einfach reingeschraubt. Wenn Glas drin ist, das sieht man, da sind so kleine Linien. Früher konnte man das nicht sehen. Da hat man dann, wenn mal irgendwo eine Glasscheibe gefehlt hat, Ewigkeiten gesucht. Aber das ist mittlerweile geändert worden, zum Glück.
So, Dach ist alles drin. Und hier sieht man es eigentlich an der Spiegelung. Jawohl. Und hier haben wir es noch nicht. Kommt hier also auch noch rein. Da sieht man es auch, wenn man direkt nach oben leuchtet. Sieht man es auch an der Spiegelung. Gut. Das haben wir. Können wir wieder wegpacken. Als nächstes brauchen wir so einen Stromanschlusskasten. Und zwar setzen wir den eigenartigerweise da rein. Warum da rein? Ganz einfach. Wenn uns mal der Strom ausgeht und wir da drin sind, kommen wir sonst nicht wieder raus. In dem Fall könnte man dann aber, weil man drin einen Batterielader hat, mit einer Reservebatterie, die dann immer voll ist, könnte man dann im Zweifelsfall die Batterie tauschen. Ist ein bisschen aufwendiger, funktioniert aber. Das heißt aber auch, dass wir erstmal im Grunde ein Kabel reinlegen müssen. So. Das gucke ich mir mal von da an. Nee, da kann direkt der Bogen nach unten kommen. Genau, so. Das heißt, wir sind mit dem Strom direkt drin. Wir brauchen so eine Kiste und dann brauchen wir noch so ein bisschen was, um da drin das zu verdrahten. Die Batterie hatten wir, glaube ich, noch. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Den Sensor brauchen wir. Und das ist der Batterielader, den wir dann innen drin auch noch anbauen müssen. Aber wir fangen jetzt erstmal hiermit an. Nicht drüber springen. Ja, Glück gehabt. So. Einen Gassensor brauchen wir diesmal. Und einen aktiven Lüfter, also einen mit Motor drin, der aktiv wirklich belüftet. Die passiven sind nur ein Gitterroste im Grunde, wo dann was durchströmen kann.
So, der Batteriecharger ist ja schon mal nicht schlecht. Das Ding können wir gebrauchen. Warum habe ich das jetzt eben oben nicht oben gelassen? Was ich da oben in die in den Rucksack gepackt habe. So, den Batteriecharger, den lassen wir mal hier liegen. Rohr. Genau. So, einmal dahin. Jetzt brauchen wir mal eben das Jetpack, um aufs Dach zu kommen. So. Und so. Gut, da muss dann ein passiver Lüfter hin. Aber das machen wir später. Das kann jetzt auch erstmal wieder da rein. Das packen wir wieder da rein. Und damit ich es nicht wieder vergesse, das kommt da rein. Das ist dann die Steuerung. Für das Ganze. Die Diskette brauchen wir. Glasscheiben haben wir oben. Was brauchen wir noch? Ein Power Controller. Genau. Okay. So, die Diskette kommt da rein. So, und den kann ich hier so nicht hinbauen. Dazu muss die Wand da sein. Kümmern wir uns erstmal um die Verkabelung. So. Ich lege das schon mal weiter, weil ich ja weiß, was noch kommt. So, den brauchen wir. Und wir brauchen den. Das war zu viel. Das ist näher direkt. Doch, war richtig, oder? Wir lassen das erstmal so liegen. Wir wissen ja, dass wir da und da einen Anschluss haben und
kümmern wir uns lieber erstmal hier drum. So, von da aus geht's runter, hier rein und hier rüber zur Steuerung. So, das haben wir. Okay. Das heißt, wir haben im Grunde das alles fertig. Jetzt brauchen wir einen passiven Lüfter. Da ist. Den Robiger haben wir noch nicht gebaut. Echt nicht? Och Menno, wieso das denn nicht? Oder lief das gerade und ich habe das Spiel beendet? Kann natürlich sein. Müssen wir hier bauen, den Rohrbieger. Nee, den habe ich tatsächlich vergessen. Elektronikdrucker, hydraulische Bohrbieger, genau. Eisen, Gold, Kupfer. Gold. Eisen. Kupfer. Reicht? Ja, reicht. Für den zweiten reicht's nicht. Das ist schon mal gut. Dann brauchen wir nämlich nicht daneben stehen bleiben. Das dauert ja mal ein bisschen. 5%. Gut, das heißt, wir müssen da einen passiven noch reinbauen. Dann können wir das jetzt auch zumachen und können schon mal das, was reinkommt, reinstellen, weil sonst müssen wir das hinterher alles durch die Tür machen. Zumachen heißt Eisenplatten. So, die Eisenplatten bleiben direkt hier. Das nehmen wir mit hoch, das Ding. Gut. Jetzt können wir das nämlich, was war hier? Nein, den nicht. Ist der hier. Das, was wir da oben brauchen. Können wir nämlich hier zusammenpacken.
ist es. Ja. Okay. So, sind immer 20 Stück insgesamt, die wir haben. Genau. Oh, das können wir zumachen. Der ja. So, der ist fertig. Gut, das haben wir auch. Das nehmen wir raus. Warum, erkläre ich gleich. Oder brauche ich nicht gleich erklären, sondern wir brauchen jetzt die Sachen, um das Ganze anzubauen. Ne, das ist das Falsche. In der blauen Kiste ist das drin. So, die kommen wir natürlich besonders schlecht ran. So, und zwar brauchen wir die portable Klimaanlage. Den Generator brauchen wir nicht. Die Hydrokultur brauchen wir auch. Den Luftreiniger brauchen wir im Augenblick noch nicht und wir brauchen das Wasser. Falsche dahin. So, das Wasser brauchen wir. Fackeln sind eigentlich erstmal unwichtig. Viel wichtiger sind ja die Batterien. Okay. Eine kriegen wir mit. So, den Eierkarton brauchen wir noch nicht. Und den Kürbis brauchen wir auch noch nicht. So weit sind wir ganz einfach noch nicht. So, ein Wasserkanister. Und die Hydrokultur. Genau, und dann haben wir noch genug Platz, um den zweiten kleinen Akku mitzunehmen. Schon alleine das ist ein Grund, warum wir da oben unbedingt einen Akkulader haben müssen. Zu. Und jetzt erstmal gucken, da hoch müssen wir, da ist das orange Licht. Das wären 0 Grad und dann 16 Grad nach da, also 180 Grad, 180, so in die Richtung. Dann laufen wir eigentlich genau auf das Licht zu.
Ach, wir sind schon da. Guck mal einer an. So. Die portable Klimaanlage. Die setzen wir erstmal hierher. Da kommt schon mal eine Batterie rein. Dann nehmen wir das Teil. So. Gut. In der 4 ist nichts mehr drin. Dann kommt die Batterie schon mal da rein. Die Hydrokultur kommt hierher. Da ist der Anschluss für die Wasserflasche. Die benutzen wir jetzt aber noch nicht. Gut, erstmal zu. Der passive Lüfter dürfte ja nun mittlerweile fertig sein. Quatsch, der Rohrbieger ist erstmal fertig. Also sprich, die Maschine, mit dem wir den herstellen können. Autsch. Ja, dann geht das wieder los mit Eisenplatten und Schweißen und so weiter und so fort. Nein, so rum. Gut, der ist fertig. Können wir das hier wieder reinpacken? Anschließend müssen wir noch genau. Gut. Da ist nichts drin. So, passiver. Und herstellen. Das geht schnell zum Glück.
So. Jetzt brauchen wir noch die Sauerstoffflasche. Was habe ich hier noch? Den Power Controller, genau, der war ja auch noch nicht dran. Das ist so richtig. Den zweiten packen wir mal direkt wieder weg. Den brauchen wir garantiert noch. Und das kann liegen bleiben erstmal. Eine Glasplatte brauchen wir noch, um den zuzumachen. Den Controller. Zack, der ist fertig. Aus, damit wir nicht unnötig Strom verbrauchen. Gut. Wir haben den passiven Lüfter da, genau, den Spind brauchen wir noch. Tür, Elektronik, Rohrbieger, Leiter. Spind. 10 Gramm Eisen. Brauchen wir 2 Stück von. Fertig. Aus. So, ich hoffe, das reicht mit der Belüftung. Weil hier kommt unser fertiges Essen rein. So. Das kommt erstmal ein bisschen weiter nach vorne. Ach, das ist so, ist das doof. So, gut. Ja. Das klappt schon mal. Irgendwo hatten wir jetzt den normalen. Genau, die kommt hier rein. Sehr schön. Das ist dann voll. Große Batterie und irgendwo waren jetzt hier auch noch kleine. Denn für den kleinen Raum normalerweise ist es ausreichend, wenn wir da eine kleine reinsetzen. Okay, dann muss es die rote Kiste sein. Wenn es die blaue nicht ist. Nein, die blaue ist es so rum. Okay.
falsche Richtung, ja. Ach, wieder nicht geschafft. Die Treppe ist das nächste, was ich baue. So, eine kleine und eine große draußen rein. Warum eine kleine und eine große? Ganz einfach. Für Werkzeug braucht man ab und zu auch mal eine. Und in der Mitte kommt dann noch eine Atombatterie, damit ich, wenn ich meine wechsle, dann die auch direkt wieder lade. Okay. Wir brauchen noch einen Sauerstofftank. Das wird auch wieder eine nette Schlepperei. Okay. Dann würde ich sagen, das lassen wir auch wieder offen. Schalten wir das mal ein. Externe Tür. Jawohl, ist richtig. Dann ist das die interne. Jawohl, ist auch richtig. Der Sensor und die aktive Belüftung. Und automatisch gehen die Türen zu. Das aus. Diskette raus. Wieder ein. So. Diese Anzeige wird erst nach einem Neustart des Spiels richtig angezeigt. Sprich, die fehlt jetzt. Warum das so ist, konnte mir bisher noch niemand erklären. Ist einfach so. So, wir sind jetzt in einem geschlossenen Raum. Hoffe ich zumindest, sonst haben wir eine Menge verbraucht. So, wir wollen 90 Kilopascal haben. 90 deswegen, weil sobald es etwas wärmer wird, und das wird es werden, dehnt sich logischerweise die Luft aus und der Druck würde zu hoch werden. Oder unnötig hoch werden. Deswegen, sogar nur auf 80, das reicht. So, wie viel haben wir hier? 35, 36. Der Druck steigt langsam. Sehr schön. Grad ist okay. Dann machen wir mal hier auf. Kommt die Wasserflasche hier schon mal rein? Dann nehmen wir die Tomaten. Wie ist der Druck? 52. Das sieht gut aus. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Rest erstmal wieder hier rein. So, wie sieht es mit dem Druck aus? 62. Der hat noch 1,2, 1,3 Megapascal. Haben wir.
71. Eingestellt haben wir ihn jetzt auf 80, genau. Ja, ich denke mal, die 80 werden wir nicht ganz erreichen. 20 Grad mittlerweile. So. Der Druck steigt jetzt wieder etwas. Okay. Ja, 20 Grad ist in Ordnung. Die Tomaten wachsen, wie man sieht. Morgen sind sie fertig. Morgen können wir die ersten Tomaten ernten. So. Bitteschön, die Luftschleuse funktioniert auch. Tja, und ich würde sagen, damit sind wir am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann. Tschüss.